I've been okay. Moin Freunde, was geht ab und willkommen zur Bundesliga Preview des 20. Spieltags am Donnerstagmorgen. Ich habe ultra Bock auf das Video, ich bin generell sehr, sehr gehypt auf die Woche. Euer Support in der Woche bisher war unfassbar gut, das Video am Montag kam mega an, das Video gestern kam auch super an, beziehungsweise der Stream war auch mega, mega entspannt. Grüße an alle, die da dabei waren. Zur Aufnahmezeitpunkt des Videos ist das andere Video auch schon ein paar Stunden draußen. Das ist auch gut angekommen. Von daher, danke für den Support an der Stelle. Bevor wir mit dem eigentlichen Video loslegen, also der Bundesliga-Preview des 20. Spieltags, gehe ich noch einmal kurz auf eine kleine andere Sache. Habe ich mir überlegt, dass ich dann doch eine kleine Facebook-Gruppe erstellen könnte. Ich mag generell die Kickbase-Community-Gruppe nicht so mega, weil da wirklich unfassbar viele toxische Leute drin sind. Da hat man wirklich Angst, eine Frage zu stellen, weil nur Bullshit in den Kommentaren kommt. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich eine eigene Facebook-Gruppe auf. Dafür geht ihr einfach wie auch immer auf eurem Facebook, wenn ich hier die Lupe andrücken kann, geht ihr auf die Gruppenfunktion, sucht dann Kickbase Guide, beziehungsweise wenn ihr Kickbase eingebt, wird es wahrscheinlich auch schon angezeigt werden. Hier die Kickbase Guide, Facebook-Gruppe, wenn ich es malen kann, würde ich es einmal anzeichnen hier, genau, also die Kickbase Guide, Facebook-Gruppe, da geht ihr einfach drauf und das war's auch schon. Kickbase Guide, Facebook-Gruppe, einfach hier ein Join da lassen, tretet bei, ich kann jetzt gerade den Button nicht zeigen, weil ich hier mit meinem Account drin bin, tretet einfach bei, es wird eine coole, chillige, kleine Gruppe, wo ihr eure Fragen stellen könnt, ohne toxische Leute, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch hier zum Beispiel, wenn man einen Post macht, ein paar Regeln erstellt, kein Neid, netter Umgangston, kein Trollen, keine toxischen Leute und alles, was dagegen verstößt, wird direkt gebannt, das kann ich euch jetzt schon versprechen, also da könnt ihr ohne Probleme eure Fragen stellen, euch ein bisschen mit anderen Managern über Kickbase austauschen, neue Ligen suchen, was auch immer. Einfach eine coole Sache für die Leute, die eventuell auch keine Lust auf den Discord haben. Können dann gerne, oder ihr könnt auch komplementär, ihr könnt auch beides machen. Ich denke, beide Sachen haben ihre Vor- und Nachteile. Tretet auf jeden Fall bei. Ich werde alle annehmen. Und wie gesagt, wenn Leute natürlich gegen die Regeln verstoßen, werden sie auch gebannt werden. Dann könnt ihr natürlich gerne noch hier auf meiner Facebook-Seite ein kleines Like da lassen. Nutzt mir nicht viel, aber finde ich irgendwie ganz cool. Also einfach die Kickbase Guide Facebook-Page suchen und da einfach nochmal ein Like da lassen. So viel dazu, tretet da wie gesagt gerne bei, ist eine coole Sache. Wir beginnen mit der Preview des 20. Spieltags. Team steht soweit, ich habe ja schon gesagt, Schick wird auf jeden Fall in meine Startelf zurückkehren. In den nächsten drei Spielen werde ich ihn immer starten lassen. Im DFB-Pokal hat er nur 45 Minuten gemacht, sollte also relativ sicher am Wochenende in der Startelf stehen. Wichtige Sache für mich und für alle anderen Schick-Besitzer. Thematik Jadon Sancho, bevor es 50 Mal in den Kommentaren steht. Ich gehe davon aus, dass er spielbereit ist. Es kann aber generell unabhängig von der, was auch immer jetzt hatte, sein, dass er einfach mal eine Pause bekommt. Dass er vielleicht in der 60. nur eingewechselt wird, je nach Spielstand. Ist natürlich gut möglich. Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem aufstellen. Ich könnte auch Wataru Endo aufstellen, das werde ich mir noch überlegen. Wäre auf jeden Fall eine Alternative an der Stelle. Aber ich habe zuerst auch gedacht, oh, das sah mir stark nach einem Muskelfaserriss aus. Aber man hat danach gesehen, dass es wirklich einfach nur Ermüdungserscheinungen waren. Das bedeutet, im Normalfall sollte Jadon fürs Wochenende auf jeden Fall wieder fit sein. Aber wie gesagt, er hat jetzt in den letzten Spielen immer seine 90 Minuten gemacht, jetzt sogar 120 Minuten. Es wäre wirklich mal eine Zeit, dass der Junge eine Pause bekommt. Hat man jetzt auch am Ende gesehen, dass er da so platt war. Der ackert ohne Ende, der bräuchte auf jeden Fall mal eine Pause. Ob ich ihn aufstellen werde, werde ich dann natürlich nach den PKs abhängig machen, die dann am Donnerstag oder Freitag rauskommen, je nachdem, was Terzic da sagt. Ob er fit ist oder nicht, werde ich Sancho aufstellen oder nicht. Meine Alternative wäre dann, wie gesagt, Wataru Endo. Levi, Kimmich, Hofmann, Olmo, Rafa, Dauerbrenner in meinem Team, werden niemals rausgeholt, Hals die auch jetzt gegen Schalke. Wenn er jetzt gegen Schalke nicht spielen wird, werde ich ihn safe verkaufen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Da macht es einfach keinen Sinn, ihn zu halten. Ich bin aber mal positiv gesinnt und sage, er spielt gegen Schalke und holt da dicke Punkte mit. Deswegen muss ich ihn da auf jeden Fall nochmal aufstellen. Riedle Baku ist natürlich auch mittlerweile Dauerbrenner. Der wird jetzt auch fast die ganze Saison in meinem Team verweilen, immer in der Startelf stehen. Kevin Trapp habe ich auch überlegt, ihn zu behalten. Habe Florian Müller von Freiburg dann doch wieder abgegeben, weil ich dann doch Trapp ein bisschen stärker sehe. Und in der Mitte dann, die neue Edition ist Nico Schlotterbeck. Ein Dicker bleibt für ihn draußen tatsächlich. Ein Dicker gegen Hoffenheim sich mit weniger Punkten als Schlotterbeck gegen Mainz. Da ist ein Dicker zu 0 Bonus drin und das möchte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Deswegen wird Schlotterbeck anstelle von den Dicker spielen. Und ja, das ist so mein aktueller Plan des Teams. Ich werde Mavropanos und ein Dicker auf der Bank halten können. Die Dreierkette wird sehr, sehr wahrscheinlich so auflaufen. Die einzige Frage, die sich dann noch stellt, ist halt, ob ich Sancho riskiere. Weil ich, wie gesagt, selbst wenn er fit ist, denke ich trotzdem, dass er eventuell mal nicht starten könnte, weil es halt echt viel Belastung war in den letzten Wochen. Dann überlege ich eventuell hier ein Wataru Endo aufzustellen.
Werde ich noch gucken, werde ich im Verlauf der Woche nochmal sagen. Generelle Käufe. Eggestein hatte ich noch mitgeholt für den Marktwert. Max Meyer, Fußballgott, habt ihr noch gesehen. Christoph Baumgartner mit sehr guter Punktausbeute, aber leider mit harten Spielen jetzt gegen Frankfurt und Dortmund. Deswegen kann ich ihn wahrscheinlich nicht halten, weil es rational keinen Sinn macht. Und das war es auch eigentlich schon zu meiner Bank. 17 Spieler. Ich habe kurz überlegt, ob ich bei einem Kollegen für Sirloot anfragen soll. Ihr habt ja am Anfang der Woche gesehen, ich wurde um 10 Euro überboten bei ihm. Er hat ihn, glaube ich, aktuell nicht in der Startelf. Es wird auch heute Abend, der DFB-Pokal wird sehr entscheidend sein, wer am Wochenende bei Leipzig im Sturm spielt. Sollte Sirloot im DFB-Pokal starten, was ich nicht denke, wird quasi der Gegenpart, ob das jetzt Paulsen ist oder Sirloot am Wochenende spielen. Das könnt ihr eigentlich relativ klar abmachen. Durch die Forsberg-Verletzung sind eigentlich nicht viele Alternativen da. Und ich glaube nicht, dass vorne mit Haidara, Nkunku und Olmo oder Nkunku, Olmo und Kluivert gespielt wird, dann fehlt halt wirklich dieser Zielspieler. Den brauchst du nicht unbedingt gegen Schalke, ja, aber ich denke, er ist doch sinnvoll. Und ich denke, einer der beiden wird auf jeden Fall jetzt im DFB-Pokal spielen. Ich denke, es wird Paulsen sein und Sirloot bekommt dann wieder seinen Einsatz am Wochenende. War auch eine Überlegung wert, den wie gesagt abzuheimsen und dann hoffentlich sogar aufzustellen. Aber ja, ich wüsste erstens nicht, wie ich ihn halten sollte. Da müsste ich einen Dicker und Mafropanos verkaufen, was ich eigentlich nicht machen will. Und aufstellungsmäßig wird es auch schwierig. Da müsste höchstwahrscheinlich Sancho draußen bleiben und das will ich dann auch nicht. Deswegen macht es eigentlich keinen wirklichen Sinn. Muss mal gucken, ob ich den Deal noch eingehe. Wenn nicht, lassen wir das Ganze sein. Soviel zu meinem Team. Wir können direkt rübergehen in die Matchups und starten rein mit meiner Prediction. Und beginnen mit dem Freitagabendspiel Hertha gegen Bayern. Auf dem Papier eigentlich eine klare Kiste, Hertha in miserabler Form. Dardai hat so ein bisschen geschafft, ein bisschen Struktur reinzubekommen in die Mannschaft, aber auch nicht ausreichend genug, dass man hier mit einer Punktmitnahme in München rechnen kann. Ich habe ja schon gesagt, ich mag Confidence, ich mag Selbstbewusstsein, aber so wie Klünter sich dann nach dem Spiel gegen Frankfurt, glaube ich, hingestellt hat und gemeint hat, ja, wir müssen das jetzt analysieren und dann holen wir gegen Bayern 3 Punkte mit. I don't know, man. Finde ich ein bisschen weird, Alter. Also kannst du gegen viele Mannschaften sagen, aber nicht gegen Bayern. Finde ich ein bisschen schwierig, aber ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Ich persönlich denke, dass das hier eine klare Kiste für Bayern wird. Ich sehe bei der Hertha aktuell keine offensive Durchschlagkraft, dass sie hier eine Kiste machen. Im Umkehrschluss, die neu formierte Abwehr gefällt mir auch überhaupt nicht. Wenn Mittelstädt zurückkehrt, ich weiß nicht, Mann. Also höchstwahrscheinlich werden ja Klünter, Stark, Torunariga und Mittelstädt spielen. Das ist mit Sicherheit keine schlechte Abwehr, aber da fehlt mir dann wirklich diese defensive Konstanz, die zum Beispiel Boyata mitbringt, der jetzt leider immer noch verletzt ist, um gegen Bayern dann eine Chance zu haben. Ich gehe hier ganz, ganz klar davon aus, dass Hertha keine Bude machen wird und dass Hertha auch einiges hinten reinbekommen wird. Ich gehe von einem 3:0 für den FC Bayern aus. Und ich habe echt überlegt lange, ob ich Levi sagen soll als Keyplayer, aber es ist so furchtbar langweilig, Lewandowski zu sagen. Deswegen habe ich mich für Coman entschieden, aus dem einfachen Grund, er spielt quasi auf der linken Seite oder most of the time, also größtenteils auf dieser linken Seite, Gnabry eher auf der rechten Seite und Coman hat dann gegen Klünter, Stark und Askasiba halt wirklich drei Spieler, die no front, aber nicht auf dem Niveau sind, in Coman zu verteidigen, nicht mal annähernd. Das heißt, Coman wird einiges an Spielsituationen haben, wird einiges an Punkten mitnehmen und wird deswegen mein Keyplayer in diesem Spiel sein, wird mit Sicherheit auch die ein oder andere Vorlage bei rumspringen. Weiter geht's mit Augsburg gegen Wolfsburg. Das erste Spiel in der Konferenz und ich denke, auch das Spiel hier ist relativ einsehbar oder meiner Meinung nach relativ gut zu predikten. Immer wenn ich sowas sage, geht's genau in die andere Richtung aus. Wartet ab, Jungs. ich glaube, Wolfsburg ist aktuell eine der formstärksten Mannschaften in der Bundesliga. Das brauchen wir nicht zu dementieren. Ganz, ganz klare Kiste. Super Team, super Einstellung, super Taktiken, vor allem auch von Glasner. Da gehen auch dicke Props an den Kollegen mal raus hier. Wolfsburg macht das saustark und die sind aktuell sehr, sehr verdient da im oberen Tabellensegment drin. Deswegen gehe ich auch hier wieder von einem Wolfsburg-Sieg aus. Ich glaube nicht, dass es eine enge, also ich glaube nicht, dass es eine deutliche Kiste wird. Ich glaube eher, das wird relativ eng werden. Ich gehe von einem 1:0 für Wolfsburg aus und denke einfach, das Spiel wird ablaufen wie die meisten Augsburg-Spiele. Augsburg wird hinten sich reinwerfen, wird mauern ohne Ende. Wolfsburg wird einiges an Spielanteilen haben. Das bedeutet generell auch die Innenverteidiger und so weiter werden bei Wolfsburg gute Punkte sammeln. Auf jeden Fall alle Wolfsburger in dem Spiel aufstellen. Augsburg ist eine der wenigst agierenden Mannschaften in der Bundesliga. Also immer gegen Augsburg aufstellen. Selbst wenn Wolfsburg das Ding hier nicht gewinnen wird, werden sie gute Punkte machen. Und mein Keyplayer ist in dem Fall Riedle Bote Baku, mein Schnuggelchen. Grüße an Felix und an alle Baku-Besitzer an der Stelle.
Ja, es wurde mal Zeit, dass ich den Jungen mal als Keyplayer reinnehme. Aus dem einfachen Grund, ich habe erst überlegt, Weghorst reinzupacken, aber ich denke, Barco wird noch ein bisschen einfaches Matchup auf der linken oder auf seiner respektiven rechten Seite haben. Und wird er generell mit seinen super Einzelaktionen viele Punkte sammeln, viele Angriffe einleiten, eventuell sogar ein Türchen vorlegen. Deswegen glaube ich, dass es das Barco-Spiel sein könnte. Ich denke wieder, dass Mbabu starten wird. Ich glaube, Barco wird dann somit auf dem rechten Flügel starten, Mbabu auf der Rechtsverteidigerposition. Und ja, wie gesagt, Barco hat da großes Punktepotenzial und ist deswegen mein Keyplayer in diesem Spiel. Weiter geht's mit Mainz gegen Union. Wenn man so die letzten Wochen betrachtet, schwächelt Union natürlich ein bisschen, aber was nie vorhanden oder nie weggegangen ist, ist die defensive Konstanz. Und ohne Mateta sehe ich aktuell bei Mainz, außer über das Konterspiel, was Union perfekt nicht zulässt. Also Mainz wird hier keine guten Konter landen können gegen so eine gute Mannschaft oder so eine gute raumverteidigende Mannschaft. Union ist da eine der besten der Liga, um halt eben solche Konter zu unterbinden. Und das ist meiner Meinung nach offensiv die einzige Stärke, die Mainz aktuell hat. Deswegen glaube ich, dass Mainz hier relativ wenig Chancen haben wird, was mitzunehmen. Im Umkehrschluss glaube ich aber auch nicht, dass Union hier, ja, wie gesagt, diese offensive Firepower hat, um hier Mainz abzuschießen. Das bezweifle ich sehr, sehr stark. Ich denke, das Spiel wird durch eine einzige Aktion entschieden und das wird höchstwahrscheinlich wieder ein Standard sein, wie fast immer. Und deswegen nehme ich hier Christopher Trimmel als meinen Keyplayer mit rein, als Standardschütze. So ein Moment of Brilliance reicht halt in dem Spiel, um das Ding zu entscheiden, weil ich, wie gesagt, glaube, dass Mainz hier keine Kiste machen wird. Ich gehe mit einem 1:0 für Union und sage, wie gesagt, dass Trimmel mein Keyplayer sein wird. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr enges Spiel, was, wie gesagt, durch diesen einen kleinen Moment entschieden werden wird. Und das ist dann meiner Meinung nach dann Trimmel. Es ist schwer, den Torschützen dann zu predikten. Es könnte halt wieder Knoche sein, Schlotterbeck, Friedrich, wer auch immer. Andrich hat auch großes Potenzial, in dem Spiel hier der Keyplayer zu sein. Habe ich auch sehr lange überlegt. Aber ich lege mich jetzt einfach mal auf Trimmel fest und sage, Union gewinnt das Ding hier mit 1:0. Gut, dass es in der Konferenz ist, weil das wäre so ein Spiel, das wollt ihr euch nicht im Einzelspiel angucken. Das kann ich euch fast schon versprechen. Ey. Weiter geht's mit Schalke gegen RB Leipzig. Und ich gehe ein bisschen bold, ich gehe ein bisschen hier raus, aus dem einfachen Grund, dass ich denke, dass Schalke genau der Gegner ist, dass RB genau der Gegner ist, den Schalke nicht verteidigen kann, so rum. Schalke sowieso defensiv dieses Jahr alles andere als gut. Skodran Mustafi könnte direkt in die Innenverteidigung zurückkehren, aber ich bin kein Freund von ihm, das wisst ihr mittlerweile, das sage ich sehr, sehr häufig. Ich bin der Meinung, dass er eher Unruhe da reinbringt. Er hat viele Aktionen, wo er einfach taktisch gut agiert, aber prinzipiell ist Mustafi eher jemand für mich, der halt viele, ich sag mal, wilde Aktionen hat, unkontrollierte Aktionen, und gegen RB darfst du dir sowas nicht erlauben. Sobald der eine Verteidiger einmal aus der Position rausrückt oder so, die nutzen das gnadenlos direkt aus. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel des Christopher Nkunku sein könnte. Weil Nkunku ist der Mann, der die besten Steckpässe der Liga spielt. So richtig aus dem Nix, einfach zack, der Ball durch die Abwehrkette durch und dann ist das Tor da. Deswegen, Nkunku ist für mich hier der Keyplayer und ich sage sogar, dass RB das Ding hier 4:0 gewinnt. Ich glaube, das wird eine Schlacht. Ich sehe hier wirklich keinerlei Chancen auf der Schalker Seite, weil eben RB genau das Team ist, was gegen Schalke am besten spielen kann. Schalke hatte auch nicht die defensive Konstanz, um RB in den letzten Wochen sehr bekannt gewordenen Spielmodus zu verleiten, dass sie relativ langsam aufbauen und eben vorne nicht durchkommen, weil sie eben die Räume nicht bekommen. Da sehe ich Schalke durch diese eher dynamische, hektische Spielweise dann doch ein bisschen anfälliger für die RB-Offensive als andere Mannschaften. Deswegen glaube ich, dass RB hier relativ leichtes Spiel haben wird und hier wirklich eine Schlacht abziehen wird. Und wie gesagt, mein Keyplayer ist Christopher Nkunku, weil kein Spieler in der Liga so geile, technisch starke Steckpässe spielt. Ich glaube, Nkunku wird ein geiles Spiel haben. Weiter geht's mit dem SC Freiburg gegen den BVB. BVB mit einem sehr, sehr umstrittenen Spiel gegen Paderborn. Ich werde es jetzt nicht anreißen, bevor Leute in den Kommentaren das fragen. Ich find's frech, dass es dann nicht nochmal überprüft wurde. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es abseits, aber Stieler war es, glaube ich, als Schiedsrichter, hat gesagt, er war der Meinung, dass noch jemand dran war, deswegen überprüft er es nicht oder deswegen sagt er, die Entscheidung bleibt stehen, dass es ein Tor ist, und ich bin da ganz anderer Meinung. Also wenn der VAR eingreift, dann musst du als Schiedsrichter dahin gehen, die Situation analysieren und dann halt eben die falsche Entscheidung revidieren. Das ist eine ganz, ganz klare Kiste und da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ich finde es wirklich eine Frechheit, dass das da nicht überprüft wird. Aber anderes Thema,
BVB gegen Freiburg. Freiburg jetzt gegen Wolfsburg das erste eher schwächere Spiel gehabt. Davor hatten sie wirklich viele Wochen, wo sie echt, echt stark waren. Wohingegen der BVB generell aktuell sowieso seine Phase oder seine Form zurücksucht. Kommt wieder ein bisschen besser rein als in der letzten Zeit. Ja, also es trifft quasi eine Mannschaft, die aktuell einen kleinen Formbruch hatte auf Dortmund, die jetzt aktuell wieder in den, ich sag mal, in den Offensivstrudel reinkommen. Deswegen geht meine Tendenz hier Richtung Dortmund, ist wenig überraschend, aber in letzter Woche hätte ich vielleicht sogar noch zu einem Unentschieden getippt, weil mir da Freiburg dann doch zu gut gefällt. Generell dieses schnelle, offensive Anlaufen, das Pressing vorne, was Freiburg exzellent macht, kann Dortmund auch sehr, sehr schwer umspielen. Dortmund ist super im im passiven Aufbau, also wenn die gegnerische Mannschaft nicht drückt, dann schafft Dortmund das über Rafa Guerreiro meistens über die linke Seite, gute, schnelle, vertikale Pässe in die Mitte zu spielen. Gegen Freiburg wird das nicht passieren, weil die da vorne so extrem anlaufen werden. Deswegen, Dortmund wird da Probleme haben, aber im Umkehrschluss könnte das auch ein hohes Defizit für Freiburg letztendlich sein, weil man dann mehr Räume vorne hat, die dann durch eventuell Sancho, Haaland und Reyna mit ihrem Tempo ausgenutzt werden können. Das wird hier wahrscheinlich auch der Key-Aspekt sein. Und ich glaube, dass genau diese Pässe, diese langen Diago-Pässe oder lange Pässe in die Spitze rein, Marco Reus sehr gut schlagen kann. Und ich glaube, es wird das Revival of Marco Reus. Der wird ordentlich punkten in dem Spiel. Ich sage, das wird dass er der Key-Player ist. Und ich denke, das wird ein Spiel sein, wo er generell sehr, sehr gut punktet, was ja in den letzten Wochen absolut nicht der Fall war. Ich denke, das könnte so die kleine Reborn auf Marco Reus sein, dass er hier wieder in seine alte Form zurückkommt und gut punktet. Für alle, die an ihm festgehalten haben, an dem Spieltag würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Hat auch im Pokal 110 Minuten auf der Bank gesessen, deswegen der wird sehr, sehr safe starten und dann deswegen auch höchstwahrscheinlich gute Punkte sammeln. Was auch noch interessant wird, der Elfmeterschütze bei Dortmund, da freue ich mich extrem drauf. Ob sie jetzt Haaland nochmal die Chance geben, wovon ich ausgehe, oder ob sie jetzt sagen, oh, der hat auch verschossen, müssen nochmal einen anderen Akzent setzen, eventuell sogar Sancho schießen lassen oder zurück zu Reus gehen, wird sehr, sehr interessant zu sehen. Wir kommen noch zum Abendspiel, ein Spiel ist noch in der Konferenz, Bayern 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Ja, auch hier wieder ein offensives Feuerwerk zu erwarten, beide Mannschaften gerade im schnellen Übergangsspiel eigentlich sehr, sehr stark. Leverkusen dann noch ein bisschen mehr ballbesitzorientierter, wohingegen Stuttgart dann doch noch mehr übers Tempo kommt. Sollte eigentlich ein geiles Spiel werden, leider nicht als Einzelspiel, sondern in der Konferenz. Das wäre so ein Spiel, das könnte man sich sehr, sehr gut über 90 Minuten angucken, weil hier eben einfach viel passieren wird und sehr, sehr viele geile Aktionen passieren werden. Deswegen glaube ich auch, dass die schwächenden Leverkusener hier nicht mehr als einen Punkt mitnehmen, auch wenn es in der Bayer-Arena ist. Ich glaube, das Ding hier geht 2-2 aus. Ich sehe hier wirklich ein Unentschieden, weil Stuttgart mir da aktuell viel zu gut gefällt. Stuttgart wird natürlich auch einen Tag weniger Regeneration haben durch den Pokal Mittwoch, aber ich glaube trotzdem, dass Stuttgart genau solchen Spielen ihre Stärken gut ausspielen können. Deswegen glaube ich hier tippe ich hier auf ein 2-2. Und mein Keyplayer in dem Fall ist Nico Gonzalez. Also wenn Rot-Weiß Essen es schafft, die Leverkusener Offensive durcheinander zu wirbeln, dann sollte es Nico Gonzalez auf jeden Fall schaffen. Also der ist ja wirklich einer der am schwierigsten zu verteidigenden Spieler in der Bundesliga. Und aktuell, wie gesagt, die schwächelnde Bayer-Defensive ist dann auf jeden Fall prädestiniert dafür, gegen ihn als ein oder andere Aktionchen zu kassieren. Deswegen glaube ich, dass Nico Gonzalez hier der Keyplayer in dem Spiel sein könnte, eventuell sogar eine Kiste macht und so weiter. Und ja, er wird relativ gut punkten, da gehe ich einfach mal von aus. 2-2 geht das Ganze aus und jetzt gehen wir über zum Abendspiel. Und das ist Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. 18:30 wie immer am Samstagabend. Und es ist rein Derby, was eigentlich immer coole Spiele sind, aber dieses Jahr sehe ich das ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass Gladbach hier als Favorit reingeht, das sollte eigentlich relativ klar sein, aber Köln hat ja aktuell diese Taktik, wenn man es so nennen kann, sich halt einfach hinten reinzuwerfen und dann irgendwann gegen Ende des Spiels aus dem Nichts versuchen, offensiv anzulaufen und da eventuell noch was Kleines am Ende des Spiels mitzunehmen. Und Gladbach ist eigentlich eine Mannschaft, gegen die das gut funktioniert, das muss man leider so sagen. Gerade gegen Ende des Spiels, wo es dann in die nervöse Phase geht, ist oftmals auch gut gegangen, wie zum Beispiel gegen Bielefeld bei den Gladbachern. Aber ich glaube, Köln wird hier sehr, sehr lange die Null halten. Ich bezweifle trotzdem, dass Köln hier was mitnimmt. Ich sage, das Ding geht 1-0 für Gladbach aus durch ein relativ spätes Tor. Wenn Köln halt am Ende versucht aufzumachen, wird Gladbach hier das 1-0 machen und am Ende mit 1-0 gewinnen. Ich glaube, es wird ein relativ langweiliges Spiel. Ich denke, wie gesagt, Köln wird sich da hinten reinwerfen, defensiv kompakt und gut agieren und deswegen offensiv halt auf der Strecke bleiben. Gladbach wird aber am Umkehrschluss auch nicht den riesigen Ballbesitz, Spielaufbau da vorne drin auffahren. Das spielen sie dieses Jahr einfach nicht. Das heißt, Köln liegt ihnen eigentlich nicht als Gegner. Sie sind eigentlich eher besser gegen Mannschaften, die auch viel den Ball haben wollen.
ja, deswegen glaube ich nicht, dass hier mehr als ein Tor fällt. Ich sage, Gladbach gewinnt das Ding mit 1:0. Und mein Keyplayer ist, wer hätte es gedacht, Lars Stindl. Er ist back. Und wenn jemand in so einem Spiel den Unterschied machen kann, dann muss es Lars Stindl sein. Ob es durch einen Freistoß ist, durch einen Keypass, den man nicht erwartet, oder durch eine geile Einzelaktion. Lars Stindl ist einfach der Man und wird dieses Spiel meiner Meinung nach entscheiden. 1:0 geht das Ganze für Borussia Mönchengladbach aus. Weiter geht's mit der TSG gegen Frankfurt. Auch hier tippe ich auf ein Unentschieden. Es ist das Wochenende der getippten Unentschieden bei mir. Wo ich sehe gerade, es ist das zweite Unentschieden. Wow. Auch hier tippe ich auf ein 2:2. Ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim dann doch mittlerweile die Form gefunden hat, um mit den Frankfurtern mitzuhalten. Frankfurter Offensive ist natürlich überragend gut und gerade auf der Kostic-Seite. Der wird relativ einfaches Spiel gegen Karaschabek haben, der jetzt wieder aus der Verletzung zurückkommt. Der hat natürlich noch lange die Spritzigkeit, um Kostic zu verteidigen. Das heißt, Frankfurt wird hier einiges an Aktionen haben. Ich habe erst überlegt und ich ändere das jetzt gerade dazu. Ich gehe mit einem 3:2 für Frankfurt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr wildes Spiel mit vielen Toren. Und die Frankfurter Offensivpower ist mir dann doch ein bisschen zu groß, dass die TSG hier einen Sieg mitnimmt. Ich tippe hier auf 3:2 für Frankfurt. Mein Keyplayer ist dann, okay, muss ich auch noch ändern. Ich gehe dann mit Philipp Kostic. Ich hatte zuerst André Kramaric da stehen, aber ich kann ja nicht für die eine Mannschaft einen Sieg tippen und dann ein Spiel aus der anderen Mannschaft als Keyplayer nehmen. Ich glaube trotzdem, Kramaric wird in dem Spiel hier gut punkten, weil wenn jemand bei Hoffenheim in so einem Spiel auftrumpft, dann muss es Kramaric sein. Ich gehe trotzdem als Keyplayer mit Philipp Kostic, wie gesagt, relativ einfaches Matchup gegen den nicht so ganz fitten Kader Schabe, der jetzt aus der Verletzung zurückkommt, oder eben gegen Rudi, wer auch immer das spielen wird. Wird Kostic einfach ein einfaches Spiel haben, viele Punkte sammeln und wird deswegen auch mein Keyplayer sein. Und ich wiederhole es nochmal, Frankfurt gewinnt das Ding hier mit 3:2. Weiter geht's mit Bielefeld gegen Bremen. Erstmal Grüße gehen raus an Luca. Ich grüße dich, mein Lieber. Der Ehren-Bremen-Fan hier aus den Kommentaren, ey. Nee, war ein bisschen geschrieben, ich habe gesagt, ich grüße ihn an der Stelle. Und Luca, nur für dich jetzt, Bremen wird das Spiel hier gewinnen. Zack. Spaß beiseite, ich tippe hier auf ein 1:0 für Bremen. Bremen hat ein super Spiel im Pokal gemacht. Es war zwar in Anführungszeichen nur Greuther Fürth, aber Greuther Fürth auch mit einer relativ guten Leistung in den letzten Pokalspielen. Bremen hat das aber gestern sehr, sehr souverän runtergespielt und haben deswegen auch diese 3 Punkte mehr als verdient oder das Weiterkommen im DFB-Pokal mehr als verdient. Und generell haben sie einfach eine gute Leistung gezeigt. Ich weiß, es war jetzt kein Erstligaverein, aber es war trotzdem eine gute Leistung der Bremer und ich denke, sie werden das Momentum mitnehmen. Vor allem, Grüße an Hannes an der Stelle, durch einen sehr stark auftrumpfenden Kevin Möwald, der aktuell überragend spielt. Out of his skin, Alter. Verrückt, was der aktuell für Sachen macht. Super Spiele, generell auch gute Punkte. Also ich denke, auch in dem Spiel wird Kevin Möwald wieder einer der besten Punkter sein. Und deswegen ist Kevin Möwald auch mein Keyplayer in diesem Spiel. Ich denke, er wird sehr, sehr viel zu tun haben im Mittelfeld. Bringt dann trotzdem noch Torgefahr mit, schießt oft aufs Tor, fängt trotzdem viele Bälle ab. Also der ackert da das ganze Mittelfeld kaputt. Kevin Möwald ist mein Keyplayer in dem Spiel. Und ich tippe, wie gesagt, auf ein 1:0 für Werder Bremen. Ich denke, sie werden es machen. Ich denke, Bremen hat hier von der Form her dann und vom generellen Spielstil her dann doch mehr Chancen, das Ding zu gewinnen als Bielefeld im Umkehrschluss. Bielefeld ist defensiv natürlich eine der besten Mannschaften der Liga, weswegen man sie auch nicht underraten darf. Ich denke trotzdem, dass Bremen das hier machen wird, weil eben Bielefeld auch in dem Spiel probieren wird, also das ein oder andere Mal nach vorne zu stoßen, dann eröffnen sich Räume, die Sargent und Schmid sehr gerne ausnutzen und eventuell Rashica, wenn er zurückkommt. Sind einfach Spieler, die das gut spielen können, deswegen gehe ich hier, wie gesagt, mit dem 1:0 für Werder Bremen. Mein Keyplayer wird trotzdem Kevin Möwald sein. Das komplettiert meine Prediction, dann gehen wir noch einmal zurück hier zu meinem Team. Was soll ich noch großartig sagen? Also ich bin echt noch am Überlegen, wie ich jetzt mit Schick weitermache und mit Halzenberg. Das sind so meine 2 Problempersonalien. Da muss ich echt mal gucken, wie ich da noch voranschreite. Patrick Schick, wie gesagt, in den nächsten 3 Spielen relativ machbare Gegner, weswegen ich ihn höchstwahrscheinlich halten werde. Sollte Halzenberg jetzt im Pokal spielen, ist natürlich die Chance sehr groß, dass er am Wochenende gegen Schalke nicht spielt. Deswegen muss ich echt gucken, was ich mit Halzi mache. Eventuell versuche ich dann, wie gesagt, noch einen Surload vom Kollegen abzuloksen. Da muss ich auch noch schauen, ob ich das hinbekomme. Ja, das werden so die Pläne für die restliche Woche sein. Ich sag's nochmal, folgt alle meiner Facebook-Page, beziehungsweise tretet alle der Gruppe bei. Kommt in die Gruppe, Spaß. Kommt alle in die Facebook-Gruppe, Kickbase Guide. Facebook-Page oder Facebook-Seite, könnt ihr einfach beitreten, ich werde euch alle annehmen und dann gucken wir, dass wir da eine richtig coole kleine Facebook-Community entwickeln, wo ihr eure Fragen, Teams und so weiter stellen und posten könnt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Freut euch, ganz wichtig, am Samstag 12 Uhr
auf das Kickbase Bundesliga Quiz. Es ist schon hochgeladen, es wartet nur darauf, freigeschaltet zu werden. Freut euch da am Samstag drauf und dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch eine schöne Restwoche, einen erfolgreichen Spieltag und lasst mir wie immer in den Kommentaren was Geiles da. Bis dann, Jungs, haut rein und ciao.